Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal Dark Souls. Ja, ihr seht richtig. Ich spiele das jetzt schon etwas länger, mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe angefangen auf der PlayStation, da hatte ich mir die Prepare to Die Edition irgendwann mal bestellt auf Englisch, also als UK-Import, weil ich die deutsche hier nicht zu einem vernünftigen Preis bekommen habe und ich dachte auch, Mensch, auf Englisch ist doch okay. Und ich habe es dann voller Enthusiasmus begonnen und bin eigentlich nur noch andauernd gestorben, wie das halt so ist, wenn man Dark Souls anfängt zu spielen. Und dann habe ich es lange beiseite gelegt und irgendwann im letzten Jahr, nee, vorletzten Jahr mittlerweile schon, habe ich es dann mal geschafft, meinen ersten Charakter aus dem Tutorial-Bereich rauszubekommen. Ja, aus dem Tutorial-Bereich. Was zeigt, wie erfolgreich ich am Anfang Dark Souls gespielt habe. Und so nach und nach habe ich da jetzt schon weitergespielt und aber ich habe es noch nie, also ich habe es noch nicht weiter geschafft, als den ersten richtigen Boss zu erledigen, weil ich bisher zu meiner Schande die nächsten Bosse noch nicht gefunden habe. Ich weiß, es sind diese Belltower-Gargoyles, aber ich habe sie noch nicht gefunden, was daran liegt, dass ich irgendwie immer sterbe, während ich mir die ganze Gegend angucke. Aber das ist egal, bei dem Spiel geht es mir nicht darum, möglichst schnell durchzukommen und alles ganz erfolgreich zu schaffen. Und ich habe immer gedacht, Mensch, spiel's doch mal am PC und vielleicht geht's da ja dann auch auf Deutsch und und ja, dann gab es das mal im Sale, da habe ich mir das erste gekauft. Ich habe auch das zweite schon und ich möchte es auch gerne hintereinander durchspielen. Und ich habe es dann irgendwie jetzt endlich geschafft, meinen PS4-Controller auch unter Dark Souls am PC ans Laufen zu bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt legal oder illegal ist. Ich habe auf jeden Fall auf Reddit was dazu gefunden und habe das da gleich mal installiert und ausprobiert und es funktionierte. Und ja, das freut mich sehr, weil ich einfach mit dem Xbox-Controller nicht so gut klarkomme. Ich bin nicht so groß, ich habe nicht so große Hände. Ich finde den Xbox-Controller einfach unglaublich klobig, wenn man den länger in der Hand halten muss. So, und jetzt ohne viel Vorgequatsche gehe ich mal jetzt auf die Starttaste, beziehungsweise hier ist es das X. Es freut mich so, dass das funktioniert. Und ich starte mal ein neues Spiel, weil ich mir überlegt habe, wenn dann auch wirklich einen komplett neuen Charakter zu spielen. Und ich wollte auch mal wieder einen männlichen Charakter spielen. Ja, irgendwie spiele ich immer männliche Charaktere in Let's Plays in letzter Zeit. Keine Ahnung. Ja, bei den Klassen, ich will keinen Krieger und ich will keinen Ritter. Ich habe überlegt, vielleicht einen Kleriker zu nehmen und den dann aber mehr in Richtung Paladin zu spielen. Den Pyromanten habe ich bereits, mit der bin ich auch schon, also mit der bin ich hoffentlich relativ erfolgreich zugange, darum möchte ich nicht noch eine spielen. Ich hatte überlegt, vielleicht den Zauberer. In Demon's Souls habe ich eine Adlige gewählt. Das ist ja so ein bisschen wie hier der Zauberer, nur nicht, ja, nicht ganz 1:1. Bei Demon's Souls gibt es ja den Adligen, der Magie wirken kann und den Magier, aber der dann, glaube ich, da mit einem Feuerball anfängt, was also ähnlich ist wie der Pyromant. Aber ich finde hier den Zauberer schon nicht schlecht. Hat allerdings den Nachteil, dass er doch sehr, ja, er kann halt überhaupt nichts einstecken. Was ich, oh Gott, nein. Was ich auch schon mal überlegt hatte, war der, oder was ich auch schon mal angespielt habe, war der Vagabund. Der ist halt auch so mittelschwer gerüstet, was ich nicht so schlecht finde. Also ich möchte keinen Charakter, der durch die Gegend kugelt wie so ein Fass voller Metallnägel. Also beim Ritter und beim Krieger, also besonders beim Ritter, der ist also die Ausweichmöglichkeit ist sowas von gruselig. Da kann man halt einfach nur hoffen, dass man rechtzeitig blockt und ich bin im Blocken so schlecht. Ich versuche immer eher auszuweichen. Den Dieb,
Also mit einem Faustschild und einem Dolch und ohne richtige Fernkampfkiste traue ich mich einfach nicht. Also ich überlege tatsächlich, vielleicht einen Vagabunden zu nehmen, der ja auch von den Attributen her relativ ausgewogen ist. Oder einen Zauberer. Der ist zwar von den Attributen natürlich ja nicht so ausgewogen, aber Intelligenz und Zauberei sind da schon ziemlich hoch. Das heißt, da könnte man in Vitalität, Kondition und Stärke auch was reinpacken. Also vor allem in Vitalität und Kondition, damit die Ausdauer fürs Ausweichen hoch genug ist. Ich überlege gerade. Es wäre natürlich total spannend, aber ich glaube, es ist auch ganz schön schwer. Also ich bei manchen Gegnern. Ich nehme den Vagabund. So, und als Anfangsgabe. Da gibt es mehrere Sachen. Ich habe jetzt schon mal gehört, dass zum Beispiel der alte Hexenring irgendwas ganz Tolles sein soll in Bezug auf irgendeinen NSC. Nee, Quatsch, hier. Nee. Doch, der alte Hexenring. Aber der verstärkt halt die Pyromantie. Das nützt uns nicht viel. Also auf Englisch steht da was ganz anderes übrigens. Finde ich ganz spannend. Ich werde darum das nehmen, was ich irgendwie immer nehme. Das ist der Generalschlüssel. Man könnte natürlich auch so eine schwarze Feuerbombe nehmen. Dann kann man den Asylum Demon, glaube ich, bei der ersten Begegnung schon schaffen. Aber ich mache jetzt mal einfach den Generalschlüssel. Figur. Ja, dünn, normal, dünn oder gespenstisch? Ich finde jetzt gespenstisch gar nicht so schlimm, aber ich nehme mal dünn, weil ich finde normal ist schon ganz schön proper. Und in Rüstung sieht es halt immer noch einen Tacken mehr aus, ne? Also, bei kräftig, wenn ich mir jetzt einen Ritter in kräftiger, boah, nee, oder in dick, dann sieht es so aus wie dieser eine Typ, den man da ganz am Anfang trifft, der so, naja, aussieht wie ein kleines Fass auf Beinen. Gesicht, ja, also Gesicht ist. Ich nehme Astora und gebe ihm eine. Wir könnten ihm Pferdeschwanz und weiße Haare geben. Dann sieht er aus wie ein gewisser Hexer. Das machen wir jetzt einfach mal. Das ist total das Klischee. wir werden sowieso teilweise tot sein. Okay. Der Name ist Gunred. Ja. Okay. Also, ich würde sagen, wir sagen mal annehmen und dann machen wir mal das Intro-Video. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords.
They challenge the dragons. Gwyn's mighty lords wield a hard western skills. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. Ja, da sind wir. Und wir sehen echt schnuckelig aus für einen Untoten, ne? So, wir sind hier im Undead Asylum, also in ja, quasi in so einer Anstalt, in der die Untoten weggesperrt werden, wie in einer Irrenanstalt oder sowas in der Art. Und ganz kurzen Blick auf den Charakter nochmal. Also wir sind Stufe 3, haben keine Seelen, haben 100.000 Sachen hier. man kann hier die Erläuterung auswählen. Das ist das, ja. Das mit dem Eid habe ich noch nicht so ganz raus. Ich habe bis jetzt nur einen einzigen gefunden. Und ja, hier kann man sich die ganzen Sachen anschauen. Wir haben eine Wahnsinnswaffe. Also das ist echt, das ist die Waffe des Spiels schlechthin. Ein Schwertgriff mit dem Rest eines Schwertes dran. Aber immerhin haben wir eine ganz gute Ausrüstung, finde ich. Könnte also echt schlimmer aussehen. So, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ich spiele ja mit einem PlayStation-Controller und ich weiß, dass es auf dem Nexus wohl Mods gibt, mit denen man die Symbole im Spiel anpassen kann auf den PlayStation-Controller. Ich überlege, ob ich das auch nochmal irgendwann mache. Da
Das wäre ja echt interessant. So. Ich könnte jetzt die ganzen Nachrichten lesen, die hier stehen. Das sind alles Nachrichten aus dem Spiel. Sorry, ich musste kurz husten. Das sind Nachrichten aus dem Spiel, aber ich glaube, die braucht kein Mensch, weil das sind alles Dinge, die selbsterklärend sind. Also, ne, dass ich mit der rechten Maustaste angreife zum Beispiel. Ich könnte jetzt auch hier diese armen Schweine angreifen. Ich glaube, ich kann sogar... Nee, ich komme nicht richtig dran. Ich kann keinen... Nein. Okay, lassen wir es. Ich kann keinen Backstep an der Stelle machen. Hallo, wer bist du denn, Dickmops? Okay. Mit dem möchten wir nicht. So, ich glaube, von hier mit dem könnten wir mal den Backstep machen, oder? Nö. Ich kann ihn nicht backstabben, obwohl ich hinter ihm stehe. Na, was ist denn das? Okay, ja, also wir würden jetzt hier 20 Seelen pro Typ kriegen. Aber das lohnt sich eigentlich nicht. Was die Helligkeit angeht, ich habe das sehr hell eingestellt, weil ich sonst das Problem habe, dass ich selber zu wenig sehe. Ich hoffe, dass das nachher im verarbeiteten Video auf YouTube auch hell genug ist. Ich glaube, ich bin schon auf der höchsten Helligkeitsstufe. Ich kann das mal gerade eben ausprobieren. Nein, ich bin nicht ganz auf der höchsten. Ich kann es ja mal auf die höchste setzen und mal gucken, ob es dann noch für mich spielbar ist. Ja, ist schon sehr hell, aber... Okay. Da dieses Spiel generell eigentlich relativ dunkel ist, macht das, glaube ich, nicht viel aus, wenn es jetzt hier mal ein bisschen heller ist. Weil die meiste Zeit befinden wir uns in irgendwelchen Katakomben oder düsteren Räumen oder verfallenen Ruinen irgendwelcher Städte, in denen es dunkel ist. Und ja, ich gehe schon mal direkt, weil der Dickmops da, ne, der ist mir eindeutig zu gefährlich jetzt. Den machen wir nicht jetzt. Nein, nein. Da kommen wir später wieder. So, hier haben wir noch ein Leuchtfeuer. Die Sache mit den Leuchtfeuern ist folgende. Ja, hier kann man zum einen dran rasten. Mehr kann man jetzt hier nicht machen, um seine Lebenspunkte wieder aufzufüllen. Man kann hier auch später dran leveln. Nein, du wirst mich jetzt nicht... du wirst mich nicht treffen, wollte ich gerade sagen. Den Schild rüsten wir mal gleich aus. Wir sind ja der Vagabund. Der kann ja mit dem Schild durchaus was anfangen. Ist hier noch was? Nein. Mit dem Schild können wir halt blocken. Oder, na gut, brauche ich jetzt gar nicht. Kann es auch ein bisschen beeilen mal. Den Krummsäbel rüste ich doch mit Freuden aus. Wir können leider den, ist der schon da? Och, ich konnte wieder nicht blocken. Okay. Toll. Du hast da einen Pfeil in deiner Schulter stecken, Jung. Wir können leider keinen Kram aus unserem Inventar irgendwie wegschmeißen. Es ist aber Gott sei Dank auch nicht nötig. Anders als in Demon's Souls, wo wirklich die Stärke und Ausdauer auch die Traglast mit definiert hat, ist das hier nicht nötig. Ich glaube, hier war nichts, wenn ich mich recht erinnere. Ach, hier oben liegt was. Da muss ich mal die Leute fragen, die das schon vielleicht schon erfahrener gespielt haben. Kommt man da dran? Weil ich habe keine Ahnung. Ich komme da nicht hoch. Ich meine, ich weiß, ich kann rennen und springen, aber ich kann springen so viel ich will. Ich habe das, glaube ich, schon mal eine Viertelstunde probiert mit dem Charakter. Ich komme da nicht hin. Und ich weiß nicht, ob man da von da oben dran kommt, ob mir da einfach ein Schlüssel fehlt. Weil, soweit ich weiß, kommt man doch nicht mehr in das Undead Asylum, sobald man einmal durch ist. Da oben steht eine fette Kugel. Hier gehen wir aus dem Weg. Das ist alles noch relativ einfach. Also wenn man das zweimal gespielt hat, weiß man, dass da oben ein Typ steht, der eine Falle auslöst, beziehungsweise der halt diese Kugel darunter rollt. So, und dass man dann durch diese Kugel erst hier in den Raum reinkommt. Und da findet man diesen Ritter, der, wenn ich mich jetzt nicht total irre, der Typ ist, der uns
den Schlüssel runtergeworfen hat. Oh, you. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Ja, okay, jetzt kann man eben sagen, nö, man hört dir nicht zu. Aber ich sehe den Sinn nicht darin, weil, ja. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Ja, das ist auch gut. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Ja, das ist, der Ritter tut mir immer so ein bisschen leid. Ich habe immer überlegt, der ist da oben scheinbar irgendwie runtergefallen. Und ich weiß nicht, ob dieser fette Dämon da was mit zu tun hat. Der ja da oben möglicherweise rumgesprungen ist. Und er hat uns jetzt einen Heiltrank gegeben. Also diese Estus-Flakons sind eben halt Heiltränke. Und eben so. Und einen Schlüssel, damit wir weiterkommen. Und jetzt gerade haben wir 100 Seelen dazu bekommen, weil er... ja, er hat sich gerade wahrscheinlich dazu entschieden, Selbstmord zu begehen. Denn bei den Untoten, wie wir es ja sind, ist es so, es gibt noch eine weitere Form. Das ist die, wenn man jegliche... ja, jeglichen Rest von Menschlichkeit verliert. Oder... ja, Menschlichkeit ist jetzt hier wieder auch noch so ein Begriff, der zweimal belegt ist. Einmal gibt es halt die Menschlichkeit, die dafür sorgt, dass wir auch wieder wie ein Mensch aussehen. Und dann gibt es natürlich die Menschlichkeit jetzt auf einer mehr metaphysischen Ebene. Und er ist jetzt auch weg, wo ich nicht weiß, woran das liegt. Aber die verschwinden immer, diese Art... Personen, auch große Gegner verschwinden einfach irgendwann. Und dieser Ritter wollte halt nicht zu seiner leeren, seelenlosen Hülle werden, wie diese ganzen Untoten, denen wir am Anfang begegnet sind. Und wie auch dieser hier einer ist. Oh, mal gucken, kriege ich das mit den Blocken hin? Das war jetzt kein aktiver, gelungener Block. Ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass er mich nicht trifft mit dem Schild, aber das war nicht, was ich unter einem Block hier verstehe. Ja, jetzt kann man alle möglichen Sachen, linker Stick, also ich kann auch Gegner treten. Ich glaube, wenn sie direkt vor mir stehen und ich dann irgendwas machen, kann ich treten. Treten? Kann ich denn treten? Da stand doch gerade LB. Stand da nicht LB? Und tritt? Linker? Ja. Ach, RB. Und tritt und... er hat aber nicht getreten. Naja, gut. Na komm. Komm, du hast mich gesehen. Ich weiß, dass du mich gesehen hast. Komm her. Komm her. Ich will hinter dich kommen. Ich will hinter dich kommen, damit ich dich backsteppen kann. Boah, die sind echt total abgedreht. Komm nicht hinter denen. Ja, das muss ich nochmal üben. Bin... es ist tatsächlich so, dass ich jetzt die ganze Zeit mit dem quasi Xbox-Controller gespielt habe. Und jetzt, haha, Backstep. Und der ist deutlich schwerfälliger in den Kontrollen und das macht es jetzt gerade hier wieder ein bisschen schwieriger.
Soll man nicht meinen. So. Ja, du kannst jetzt gerne versuchen, mich mit einem Pfeil zu erwischen von hier. So. Hier ist auch noch ein Gegner. So, die sind schon ein bisschen haariger. Oh, ich wollte ihn nicht backstabben. Ich wollte ihn backstabben. Okay. Man kann... Boah, der macht aber böse Schaden. Man kann natürlich einfach brutal vorgehen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und dafür sorgen, dass sie gar nicht dazu kommen, irgendwas zu tun. Hier kann ich nicht durch. Ich weiß nicht, ob man irgendwann nochmal hier hinkommt und dann hier durch kann. Ich weiß nicht, ob man hier jemals zurückkommt, weil ich eigentlich denke, dass das nicht der... Ich glaube, ich werde jetzt beim ersten Mal sterben. Ich muss jetzt erstmal wieder üben, wie das damit geht. Komm, kannst du nicht unter dem Dicken durchrollen? Komm, auf, lauf, lauf, lauf. Oh, lauf, 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 lauf. Roll, spring, lauf, geh weg. Hat der einen dicken Hintern. Au, shit. Rennen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Wow, ich muss irgendwie hinter den kommen. Sonst geht das nicht, weil das kann man echt vergessen von vorne, wenn man kein Caster ist. Also mit Magier war das tatsächlich einfacher. Autsch. Boah. Ich nehme noch mal einen Estus-Flakon. Ich möchte nicht... Wow. Okay, ich möchte... Nein, ich möchte hinter den... Ich komme nicht hinter den, wenn ich den im Ziel habe. Das ist aber echt schlecht. Okay, ich bin gleich tot. Und er hat noch deutlich zu viele Lebenspunkte. Es ist echt blöd. Boah. Renn. Komm, hinter den Dicken. Hinter den Dicken, genau. Hinter ihm. Und schnell wieder aus dem Ziel nehmen. Und rennen. Ja, es ist jetzt nicht sehr professionell. Wahrscheinlich machen andere das in... Keine Ahnung. Ich möchte halt nicht sterben. Ich möchte es so ein bisschen... vorsichtig machen. Autsch. Autsch. Aber es ist, finde ich, verdammt schwer. Und stirb jetzt. Stirb, danke. Ich finde es einfach so schwer, hinter denen zu kommen. Wir haben gesiegt, jawohl. Und wir haben einmal Menschlichkeit bekommen. Das ist aber schön. So, jetzt könnten wir das Untotenasyl nochmal machen, aber das macht jetzt nicht wirklich viel Sinn. Darum gehe ich jetzt mal weiter. Ich finde es sehr beunruhigend, dass da halt noch so ein Geräusch ist. Ich habe da anfänglich gedacht, da kommt noch ein zweiter. Aber das ist der, den wir gesehen haben, der da irgendwie versteckt war. So, gucken wir mal hier weiter. Also hier diesen Anfang habe ich schon extrem oft gemacht, deswegen... ich bin zwar immer sehr vorsichtig, weil ich keine Lust habe, da runterzufallen. Aber wenigstens weiß ich hier so einigermaßen, was ich tue.
Bis zu einem bestimmten Punkt komme ich eigentlich immer ganz gut durch. So, wir könnten auch noch. Habe ich nur Schiss, dass ich abrutsche. Das ist mir schon mal passiert. Das ist dann blöd. Man kann hier noch zu dem Nest gehen. Aber ich glaube, da kann man eh nichts machen im Augenblick. Darum gehe ich mal nicht weiter. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Wir haben es da immerhin nach Lordran geschafft. Also, ne? Habe ich am Anfang deutlich länger für gebraucht. So, wir können hier das Leuchtfeuer zum einen einmal entfachen. Beziehungsweise, nein, nicht entfachen, aber können einmal aufsteigen. Und dann gibt es hier ganz viel Zeug, was man einsammeln kann. Einiges ist unnötig für einen Charakter, wie wir es sind. Einiges ist sinnvoll für einen Charakter, wie wir es sind. Ich denke, ich mache jetzt mal hier, ich opfer jetzt einmal Menschlichkeit. Beziehungsweise, ja. Einmal, mehr brauche ich gar nicht. Und ich mache mal das noch mit der Seele, dann kriegen wir die noch dazu. Dann raste ich mal und dann mache ich einfach mal einen Aufstieg. Obwohl, nee, erst mache ich mal die Aushöhlung umkehren. Das ist nämlich, wenn man die Menschlichkeit, die man da, also da links oben im Zähler, ist ja jetzt gerade von 0 auf 1 gegangen, als wir die Menschlichkeit verwendet haben. Das heißt, wir haben die jetzt und wir können die benutzen, um nicht mehr so auszusehen, wie wir jetzt aussehen. Der Nachteil an menschlicher Gestalt ist, dass wir jetzt invasiert werden können. Also es können andere Spieler sich als, ich glaube, es sind dann rote Phantome, bei uns rein buxieren. Ich finde es immer ziemlich ätzend. Mich hat da schon einmal einer so genervt, der mir immer vor der Nase rumtanzte und ich konnte wirklich nicht weiterspielen. Der hat mich wirklich die ganze Zeit belästigt. Dem bin ich nur losgeworden, indem ich dann so lange auf ihn mit meinem Zauber geschossen habe, bis er dann irgendwann einfach mal zurückgeschossen hat. Dann hat er mich, glaube ich, instant gekillt. Aber dann war ich ihn immerhin los. Und dann habe ich ganz schnell offline gespielt. Aber das war in der Konsole. Ich weiß hier gar nicht, wie man hier offline spielen kann. Also falls das einer von euch weiß, nehme ich den Tipp auch gerne an, weil ich möchte eigentlich gar nicht online spielen. Ich finde das blöd, wenn dann irgendwelche Leute hier reinkommen und ne, also ich finde es doof. Mir macht das keinen Spaß. Ich spiele dieses Spiel ja nicht, weil ich es online spielen will. So. Für mich ist das ein Singleplayer-Spiel. Also ich spiele das nicht mit. Also ich möchte da die Online-Komponente eigentlich nicht spielen. Naja. Okay, dann reden wir mal mit dir. Wer Demon's Souls gespielt hat, der kennt den vielleicht. Der sitzt da nämlich im Nexus auch schon rum. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown.
ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, er ist auch ähnlich hilfreich wie in Demon's Souls. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Sehr hilfreich, ja, doch. Wobei, ja, ein bisschen hilfreich ist es ja schon. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Ja, okay, mehr erzählt er uns jetzt nicht. Wir können ihn später nochmal fragen. Dann erzählt er uns, glaube ich, noch ein paar Dinge. Ich gehe immer einmal hier runter. Hier ist nämlich auch noch einiges. Also zum einen ist hier... Ja. Hier kann man den Estus-Flakon nochmal verstärken, wenn man eine Feuerhüterin-Seele hat. Die habe ich noch nie gekriegt. Ja, sie kann nicht sprechen. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss für die Feuerhüterin-Seele. Aber da bin ich bis jetzt immer wieder übelst verreckt. Also habe ich noch kein einziges Mal geschafft. Ich denke, da muss ich dranbleiben. Dann wird das wahrscheinlich gehen. Also ich weiß das hier alles natürlich nur, weil ich mich schon 5000 Mal in diesem Startgebiet umgesehen habe. Das ist ja im Endeffekt das Startgebiet. Hier gibt es einen Fahrstuhl, mit dem man runterfahren kann. Man kann übrigens das Gesicht dieser Charaktere auch richtig fein anpassen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich denke, die meiste Zeit werde ich sowieso als Untot herumlaufen, weil ich ja im Augenblick nicht weiß, wie ich das ausstelle mit dem Online-Spielen. Ich habe nur gedacht, ich mache jetzt ein einziges Mal das. Oder ich mache es immer, wenn ich die Estus-Flakons auf 10 aufmotzen möchte. Das geht nämlich eigentlich nur, wenn man in menschlicher Gestalt ist. Sonst hat man nur 5. Oder ich glaube 8 irgendwie später. Ja, kann man den jetzt backstabben? Nö. Die kann man nicht backstabben. Okay. Also man kann die jetzt hier alle... Das sind... Also hier sind... In diesen Ruinen von Neulondo sind also ganz viele von den Typen. Die kann man immer wieder farmen, rein theoretisch. Also man kann hier hingehen und kann die x-mal platt machen. Man kriegt jedes Mal 20 Seelenpunkte, was ja gar nicht so schlecht ist. Ne? So, hier kommen wir nur durch, weil wir den Generalschlüssel haben. Und zwar kommen wir hier ins Drachental. Und so, einmal gibt es hier diese Soldatenseele. Und dann gibt es hier, ich glaube, es war ein Schild, der sehr gut ist. Den habe ich auch mir schon mal geholt. Ist aber nicht ganz einfach, aus Gründen. Wir rennen mal über diese Brücke. So. Wir haben ja gehört im Intro, die Drachen wurden ja besiegt dadurch, dass einer der Iren sie verraten hat, weil die Drachen eigentlich unsterblich sind. Darum fand ich das immer sehr interessant mit dieser Drachenleiche hier. So, und jetzt machen wir mal ganz schnell. Oh Gott, nein, wir sind gestorben. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen mal ganz schnell, dass wir hier wieder wegkommen. Ja, aber das ist ja das Schöne in diesem Spiel. Wir haben das Schwert trotzdem gekriegt. Das ist, wenn man... ich meine, der Krummsäbel ist genauso gut. Aber
Das ist halt, wenn man ein richtiges Schwert möchte, ist das natürlich deutlich besser. Die Attribute muss man halt gucken, welche man braucht. Der Krummsäbel hat auch den Attribute-Bonus E und B. Und der hier hat C und C. Also C ist natürlich schlechter, aber der erste, der Stärke-Bonus, ist natürlich besser. Aber hier, wir bleiben tatsächlich beim Krummsäbel, weil wir mehr B sind. Also Stärke und, nein Quatsch, Geschicklichkeit und nicht Stärke. Aber ich meine, da gibt es auch noch ein Schild. Und den hätte ich eigentlich ganz gern. Wir sind jetzt übrigens wieder untot, ne? Also, wir sehen jetzt auch wieder aus wie ein Untoter. Wir sind ja sowieso die ganze Zeit untot. So, ich gehe da nochmal hin. Ich probiere das jetzt nochmal. Und ich möchte natürlich auch die paar Seelen und die Menschlichkeit. Ich hoffe, wir hatten keine Menschlichkeit mehr, ne? Nee, hatten wir gar nicht. Aber die Seelen würde ich eigentlich ganz gern haben. Auch wenn es nicht so viele sind. Und ich wollte... wir sind gestorben. Ja, komm. Wir holen mal den Aufzug. Habe ich gar nicht dran gedacht. Wir sind ja gestorben. Normalerweise sterbe ich da unten nicht, weil ich... ja, weil ich es tatsächlich immer geschafft habe, schnell genug abzuhauen, bevor dieser Drache kommt und uns vollreiert mit seinem Giftzeug. Also, ja, schön ist anders. Definitiv kein schöner Tod. Und ich meine, da gibt es halt auch noch ein Schild, der ganz gut ist. Ich habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung, weil ich das die letzten Male mit meinem Magier nicht gemacht habe. Da. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das waren jetzt nur 300 irgendwas Seelen. Aber ich fände es halt cool, das Loot zu kriegen da hinten. Mal gucken. Ich sehe schon von hier das Grün unserer Seelen da leuchten, aber der Drache ist jetzt, glaube ich, fit. Ja, der ist nicht tot mehr. Also der ist nicht mehr, der liegt da nicht mehr, sondern der ist wieder... Ui. Schaffen wir das? Bevor er... Wow! Nein. Oh oh. Ja, ganz schnell. Wow. Ja, da hinten komme ich jetzt irgendwie nicht hin. Ich weiß auch gar nicht, ob man den irgendwie schaffen kann, weil... Oh Gott, da hinten liegt noch so viel und da hinten liegt auch noch was und ich würde das so gerne ausprobieren. Aber diese Brühe, die der da ausreiert, und ich denke mal, wenn der, wenn wir da hingehen, wird er sich nicht damit begnügen, uns diese Brühe entgegenzuspucken, sondern er wird garantiert irgendwie mehr machen. Ja. Das ist die Reichweite. Näher? Aber du kommst nicht näher, ne? Aber du machst das permanent, sobald wir da sind. Nee, nee. Oh, 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 ganz schlecht. Vergiftung. Nee, nee. Was auch immer da noch an schicken Sachen ist, muss warten. Okay. Na gut. Ja, ich bin dann schon einmal gestorben, aber immerhin war es Death by Dragon und nicht bei Dredgling oder wie auch immer die auf Englisch nochmal heißen. Diese komischen Untoten, von denen eigentlich nicht mehr viel da ist. Hier gehen wir erst später rein. Das ist mir jetzt hier zu wagemutig, da schon lang zu laufen. Und hier weiter geht's, glaube ich, gar nicht. Da kann man nichts mehr machen. So. Aber wir haben immerhin unsere paar Seelen zurück. Das ist ja schon mal nett. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall noch... Also hier können wir einfach durchlaufen. Die machen nichts. Das sind halt Untote, die nicht nur... keine Seele mehr haben, sag ich mal, oder nichts mehr, von denen nichts mehr über ist, die haben auch ihre komplette Hoffnung eigentlich verloren. Die sind eigentlich, ja, die sind halt einfach nur noch Hüllen.
Und das ist eben das, was, wenn man Pech hat, allen Untoten blüht. Wow. Oh Gott. Ha! Ich glaube, das war ein Block. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da will ich jetzt nichts machen. Das ist... Ich wollte eigentlich nur hier den Wanderfluch schon mal. Den braucht man, wenn man in das Gebiet geht. Und das ist halt diese unterirdische Sache. Die machen wir jetzt noch nicht. Eindeutig nicht. Es gibt hier aber noch eine weitere Person, die ich einen Besuch abstatten wollte. Weil ich mal nachschauen wollte, ob es da schon irgendwas Interessantes für uns gibt. Oder ob sich das noch nicht lohnt. Das ist interessant, wie der hier liegt. Und zwar hier. Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, but look at me now. Can you believe it? Ja. Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Ja, er ist nämlich ein Schmied, bei dem wir unsere Ausrüstung verbessern können und Waffen verstärken und was weiß ich alles können. Können wir gerade gucken. Genau, der Magier. Als Magier kann man bei ihm halt hier den Seelenpfeil kaufen, was sehr praktisch ist. Und auch diesen Beschleuniger, der ist quasi so eine Art Zauberstab. So. Aber ansonsten kann man bei ihm leider nichts kaufen. Man kann dann hier Waffen verstärken. Das können wir jetzt nicht, weil wir keine Seelen haben und keine kleinen Scherben haben. Hierfür bräuchten wir sogar einen Funkeltitanit, ja, weil Astoras Schwert ist schon ziemlich gut. Aber ich finde es halt spannend, der Krummsäbel ist eigentlich auch schon ganz gut. Also von den Werten her, ja, das Einzige ist die Sache mit... Ich glaube, magische Dinge. Ja, die Rüstung verstärken können wir bei ihm auch. Wir sehen ja, was es immer kostet. Man muss immer ungefähr 200 Seelen rechnen am Anfang für die erste Stufe. Und dann, ja, so das Schwert, der Krummsäbel, den könnten wir mal reparieren für 10 Seelen. Einfach nur, weil wir es können. Wir können leider bei ihm nichts verkaufen. Das ist so. Goodbye. Keep your head on it. Really, es gibt später ein NSC, bei dem wir Gegenstände verkaufen können. Aber ansonsten gibt es hier wirklich keine Möglichkeit. Das Einzige, was wir machen können, das ist, wenn wir mal endlich genug Seelen beisammen haben, da Seelen ja hier die Währung sind, eine bodenlose Kiste kaufen. In die wir wirklich alles reinschmeißen können. Aber immer nur an den Leuchtfeuern. Aber ja, wie gesagt, es ist ja zum Glück hier nicht wie bei Demon's Souls, wo auch das Gepäck sich auf zum Beispiel unsere Ausweichfähigkeiten auswirkt. Sondern es ist halt nur einfach irgendwann voll. Also das ist halt... Ja. So. Okay. Dann haben wir jetzt, denke ich mal, hier um den Feuerbandschrein in dem unteren Bereich alles erkundet, was wir jetzt erstmal erkunden können. Hier oben gibt es auch noch einiges, was wir machen können. Das mache ich dann aber, denke ich mal, in einer anderen Folge, wenn es denn dann eine gibt. Sprich, wenn ihr überhaupt Interesse daran habt, bei mir beim Dark Souls Failen zuzugucken. ja, ich sag einfach mal... Würde mich freuen, wenn ich da Kommentare von euch zu bekomme. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann!